So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Jetzt geht's weiter mit Fast and the Furious in Forza Horizon 2. Wir haben 7 Autos collected. Jetzt gucken wir mal hier, dass wir dieses neue, den ersten Teil hier machen für eine neue Karre. Und hier haben wir jetzt den Dodge Charger 2015, also die neueste Variante. Der erste war ein 1970er, das ist jetzt ein 2015er, also die neueste vom neuesten, die Variante. Richtig coole Karre, kann man nicht anders sagen. Also gefällt mir echt gut. Und ich würde sagen, wir schauen doch da mal rein ins Cockpit. Sieht schon echt nice aus. Kann man nicht anders sagen. Schön mit Freisprechanlage und alles drin. Kein Ding. Oh, mit schöner Carbon-Motorhaube. Und einer schönen Straße. So. Teil 1 für die nächste Karre. Ja, jeder muss mal in mich reinfahren. Das muss jeder mal. Gut, genau. Kommen unter die ersten drei. Deine Entscheidung, Mann. Ich nehme auf jeden Fall den Dodge Charger. Der Kerl reißt die Klappe ganz schön auf. Er sagt, dass alle, die unter den ersten drei landen, um sein Auto fahren können. Das schaffst du doch, oder? Ja, dürfte klappen. So, ich habe 25 Tafeln erst zerstört, habe ich gerade gesehen. Mal gucken, ob wir das noch machen, aber für mich ist das, finde ich, nicht so wichtig, weil, ja, bis jetzt war Tuning noch nicht so relevant. Ich weiß gar nicht, ob man in dieser Erweiterung überhaupt tunen kann, deswegen. Aber die Karre fährt sich schon mal echt schön, also das, da kann man nichts sagen, wenn auch die Lenkung ein bisschen, ja. Ah, okay, es geht auch Offroad. Da hätte ich vielleicht doch meinen Jeep nehmen müssen. Oder sollen. Aber wir fahren jetzt mit unserem schönen Dodge das Ganze. Ich finde das Rot, dieses Rot-Schwarz ist auch eine sehr schöne Kombination hier. Und wo ist unser Gegner? Ich weiß es gar nicht. Egal, Hauptsache Gegner. Oh, nee, komm schon. So, jetzt reicht's. Jetzt gib erstmal Gas. So, der Grüne, der ist cool. Ist das der, mit dem wir fahren? Ich weiß es gar nicht. Da steht nur Challenger. Es könnte sein. Weil das andere sind alles Driver-Tare. So, wow. Hey, Maxi, ey, wie cool. Lauter Leute aus meiner Freundschaftsliste. Ich bin Vierter, lass mich vorbei. Aber wir haben erst 40%, ein bisschen mehr. Und deswegen ist das gar nicht so tragisch. Boah. Doch, mit dem kann man aber auf jeden Fall schön driften. Seht ihr ja schon oben, Fettpunkte. Und dieser Eid Cozy in meiner Freundin, der ist echt gut. Also, kann man nicht anders sagen. Der fährt hier immer auf Platz 1 mit. So, jetzt ist mein Nitro auch leer. Und das ist wenigstens realistisch, dass sich das Nitro nicht wieder auflädt. Also, das ist ja ein, also es geht ja nicht, dass sich, wenn was eingespritzt wird, also Gas eingespritzt wird, dann das geht gar nicht, dass da, dass das sich wieder auffüllt in echt. Deswegen ist das hier ganz gut gemacht. Bei Need for Speed lädt sich ja immer wieder auf. Deswegen. Komm, fahr, Eid Cozy. Fahr. Oder lass mich vorbei. Deine Entscheidung. So. Aber wie gesagt, im Film, das haben sie mit Paul Walker echt gut umgesetzt. Das ist nicht zu erkennen. Also ich habe es nicht gemerkt. Wer jetzt, ob das jetzt der echte ist oder einer seiner Brüder oder so, keine Ahnung. Und die haben anscheinend auch Archivmaterial verwendet und so. Deswegen haben sie gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Sehr schön. Hat auch alles gepasst. Sind auch sehr respektvoll damit umgegangen. Haben einen schönen Nachruf gebracht und sowas. Ja.
So. Und jetzt gibt Gas. Der darf uns nicht überholen. Wir sind auf der Zielgeraden. Läuft! Wir sind im Ziel! Okay, sogar mit über einer Sekunde Vorsprung. Nicht ganz. Cool, super gemacht! Lol, fortsetzen. Abbrechen, ich will gar nicht Rivalen-Ding machen. So, 66 Straßen noch. Oder haben wir schon von 135, aber ich werde jetzt nicht alle abfahren. Und in Wirklichkeit sind es ja viel mehr, also man kann hier auch nur einen kleinen Teil fahren, also befahren von der ganzen Map. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist für eine Standalone-Erweiterung. Du hast dir eine Chance auf sein Auto verdient. Den Ort findest du auf deiner Karte. Okay. Ja, wahrscheinlich den hier. Oder gibt es noch andere? Oh, da oben ist der erste Teil für den Bugatti. Aber wir fahren jetzt erstmal hier hin für den zweiten. Oh, genau. Genau. Jeder fährt mal rein. Und du auch. Och ja. Also das ist schon ein bisschen doof gemacht. Muss man echt sagen, dass die einfach nicht checken, dass wenn man da steht auf der Straße, dass man nicht einfach voll in den reinfährt. Wow, Alter, was ist denn da los? Die driftet ganz schön oder die übersteuert. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Gamerscore denn diese Erweiterung hat. Hat sie dann 1000 oder 200? Also früher war es ja immer so, dass Erweiterung und so immer 200 oder 250 oder 400 Gamerscore hatten auch manche. Arcade Games waren 400, glaube ich, und 200 waren Erweiterung, irgendwie sowas mal. Und 1000 war immer bei vollwertigen Spielen, das ist ja immer noch so. Allerdings ist das jetzt mit der Xbox One so richtig in, ja, Vergessenheit geraten, was ich ein bisschen schade finde, weil das war irgendwie so, ja, es war immer so ein kleiner virtueller Schwanzvergleich, muss man echt so sagen. Möchtest du ins richtige Auto steigen? So, jetzt habe ich irgendeinen Challenger, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige ist. Der Kerl gibt nicht auf. Er ist überzeugt, dass er ein besserer Fahrer ist als du. Und er ist sich seiner Sache so sicher, dass sein Auto dir gehört, wenn du ihn darin schlägst. Zeig ihm einfach, was du drauf hast. Ah, okay. Ah, ich muss 15 Fasttreffer schaffen. Okay. Ja, im Gegenverkehr dürfte das eigentlich kein Problem sein. Das war ein Fasttreffer. Das war ein Fasttreffer. Das war ein Treffer. So. Versuchen wir mal ein bisschen besser zu fahren. Das war ein Fasttreffer. Sechs haben wir schon. Wow. Schön die Abfahrt verpasst. Na, spuren wir mal zurück. Na, nochmal einmal. So. Das haben wir natürlich auch. Das ist wahrscheinlich jetzt extra so gemacht, dass wir ein bisschen mehr Gegenverkehr haben. Sieben haben wir. Acht haben wir. 9 haben wir. 9 mal wieder jemand im Gegenverkehr. Alter, komm schon. Mir fehlen noch 6. Ah, die zählen auch als Fasttreffer, okay. Das war Lackschaden, das ist getroffen. Schon wieder Lackschaden. Großartiger Fasttreffer. 3 noch, komm schon. So, geschafft. Yay. Du hast es geschafft. Viel Spaß. Meine Karre. Fährt sich echt cool. Mal gucken.
Wow. Ich schaue gerade zum Fenster raus. Ey, wir haben fetten Schnee. Es regnet, es schneit echt heftig. Also das Wetter ist richtiges Aprilwetter. Kann man nicht anders sagen. So, noch was? Achso, ich sollte den jetzt... Nee, neu? Ich kann auch da hochfahren. Okay, dann fahre ich jetzt erstmal hier hin, um das Event zu machen. Wow. Und jetzt fängt es hier auch zu regnen an, meine Güte, ey. Dann kann ich vielleicht auch dieses, ich weiß nicht, ob das ein versteckter Auto ist oder so fuhrparkmäßig. Wow. 5 Kilometer sind das. Wie der halt auch ein Mercedes bei ist, ne? Wow. Komm schon. Ich fahre jetzt hier echt voll den Stuss zusammen. Aber es ging jetzt echt fix, diese Karre sich zu besorgen. Aber dafür gibt es jetzt nochmal diese Fahrspaßaufgabe. In 4 Kilometern sind wir da. Wow, ja. Ja, ich habe es ja gar nicht drauf angelegt, Leute. Ich bin unter den besten 50%, okay. Aber wahrscheinlich haben... Ja. Ich fahr voll den Scheiß zusammen. So, aber die ist ganz cool. Ja. Ich schätze, ich weiß nicht, ob die für Offroad optimiert ist damit, aber... Ja. So. Ja, hey, wäre ja zu schön gewesen, wenn ich... dieser Geschwindigkeit da durchkäme. Da ist das Schild oben drauf. Machen wir das Schild doch mal kaputt. So, da hinten ist die Fahrspaßaufgabe. Hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen anders fahren können. Also so anders querfällt ein. Läuft. Wenn da jetzt ein fetter Baum kommt, bin ich am Arsch. Oh, und schon wieder diese doofe Bahnlinie, ey. So. Mach ich das mal. Wo ist es denn? Ach, da hinten ist es. Ah, okay. Ach halt, und wo ist dieses... Ach, da war dieses... Oh, dieses Scheunenfund, oder? Ist das nicht hier? Ja, mache ich erstmal hier das und danach kann ich dieses Scheunenfund machen. So, was will der mit dem, das ich da mache? Lexus LFA. Ist das... Oh, ein ganz neuer. Okay, Fähigkeitspunkte schlagen. Ich glaube, da fahre ich lieber wirklich mal erst auf die normale Straße. So, weil jetzt hier kann ich wahrscheinlich durch Geschwindigkeit oder Fasttreffer und sowas eher Punkte machen. Nee, Bus, kein LKW. Das dürfte ja schon fast geschafft haben, oder? Ja, läuft. Das ging mal fix. Einfach mal ein bisschen schnell fahren, einen Drift und dann hat man seine 3000 Punkte mit Multiplikator. Läuft. So, und dann suche ich jetzt nochmal den Scheunenfund und dann
sind wir mit dieser Folge dann auch schon so gut wie wieder am Ende. Und es war doch ein Scheunenfund, oder was ist denn das da vorne? Ach, oder war das dieser Scheunenfund, den ich schon mal hatte? Wenn ich mal auf die Karte gucke, ist hier irgendwo ein Häuschen? Da ist ein Häuschen. Wahrscheinlich. Ne, hier sind Häuschen. Ich glaube, das war der, wo ich das schon gefunden hatte, oder? Gibt's noch irgendwo sowas? Ich glaube, das war's soweit. Gut, dann würde ich auch sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Vergesst nicht, auf dem Kanal vorbeizuschauen, ein Abo dazulassen und auf den sozialen Netzwerken auch mal zu gucken. Da sind immer die neuesten Posts. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken.